Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich heiße Sie im Namen des Netzwerks Frühmobilisierung ganz herzlich willkommen zur Fortbildung zu dem Thema Protokolle zur Frühmobilisierung. Mein Name ist Peter Nüdahl und ich begleite Sie jetzt die nächsten paar Minuten. All die Informationen, die ich Ihnen vorstelle, finden Sie auf der Website des Deutschen Netzwerks Frühmobilisierung beatmeter Intensivpatienten unter www.frühmobilisierung.de. Und dort finden Sie auch die Subseite Algorithmen. Und das Protokoll, was ich Ihnen heute vorstelle, finden Sie genau hier, Protokoll Frühmobilisierung. Sie können sich das runterladen. Benutzen Sie es gerne als Vorlage zur Entwicklung eigener Protokolle auf Ihrer Station. Tun Sie sich mit Ihren pflegenden Physiotherapeuten und Medizinern zusammen und passen Sie das an Ihre Bedingungen, an Ihr Team, an Ihre Patienten an. Warum ist das wichtig? Die Leitlinie Lagerungstherapie und Frühmobilisation empfiehlt ganz klar die Frühmobilisierung innerhalb von 72 Stunden der Patienten nach Aufnahme auf der Intensivstation. Sie soll generell bei allen Patienten umgesetzt werden, für die keine klaren Ausschlusskriterien gelten. Ideal eine score-gesteuerte Symptomkontrolle von Schmerz, Angst, Agitation und Delir. Klare Ausschlusskriterien gibt es nicht, aber man sollte schon auf der Station einen Ausschlusskriterien verfolgen, wenn zum Beispiel Patienten da sind, die unversorgte Frakturen haben, aktive HB-relevante Blutung, hämodynamische oder pulmonale Instabilität, da muss man schon ein bisschen aufpassen und braucht klare Richtlinien. Die Leitlinie empfiehlt die Entwicklung eines Algorithmus, gibt aber nicht vor, was da drin stehen soll. Und deswegen haben wir vom Netzwerk Frühmobilisierung einen Algorithmus entwickelt, den ich Ihnen hier jetzt vorstellen möchte. Wir haben diesen Algorithmus getestet im Rahmen der sogenannten Promotion-Studie. Wir haben auf 5 Intensivstationen in randomisierter Reihenfolge ein Protokoll zur Frühmobilisierung eingeführt und vorher und hinterher gemessen. Das heißt, wir haben einmal die Daten der Baseline sozusagen und nachher von der Phase der Implementierung. Insgesamt haben 5 Stationen teilgenommen, 270 Patienten, gute Protokollbefolgung und vor der Einführung des Protokolls wurden 36% der allgemeinen Patienten mobilisiert, hinterher 45% der allgemeinen Intensivpatienten. Der Unterschied war leider nicht signifikant, aber immerhin eine Rate von Zunahme von 10%. Beatmete Patienten wurden vor Nutzung eines Protokolls 13% mobilisiert, hinterher 27%. Wir haben die Leitlinienkriterien erfüllt. Die erste Mobilisierung hat am dritten Tag nach Aufnahme stattgefunden, das heißt innerhalb von 72 Stunden. Und insgesamt während des Aufenthalts wurden 72 nach Einführung des Protokolls 79% der Patienten mobilisiert. Sicherheitsereignisse vorher 15%, hinterher nach Einführung eines Protokolls 8%. Und die Einführung eines Protokolls spricht damit auch für die Patientensicherheit. Interessanterweise, ein Drittel der aus dem Bett Mobilisierung fand zwischen 16 und 7 Uhr morgens statt. Also auch da nachts ist es möglich. Was beinhaltet jetzt ein Algorithmus? Es sollte die ICU Mobility Scale beinhalten, klare Ein- und Ausschlusskriterien, ein Assessment für die Beweglichkeit der Patienten, eine Checkliste, die sie vor der Mobilisierung umsetzen und Sicherheitskriterien bei der Durchführung. Wir empfehlen ganz klar die von Hodgson aus Australien entwickelte ICU Mobility Scale. Das ist eine insgesamt 11-stufige Skala, geht von 0 bis 10. 0 ist keine Mobilisierung, beziehungsweise nur Drehen, Bauchlage und so weiter. Level 1 ist im Bett sitzen, Übungen im Bett machen, zum Beispiel Fahrradfahren, neuromuskuläre elektrische Stimulation und so weiter. Das sind im Bett Mobilisierung und dann geht es langsam los von aus dem Bett mobilisieren, zum Beispiel passiv in einen Stuhl bewegen, dann 3 ein aktives auf der Bettkante sitzen, stehen vor dem Bett, ein aktiver Transfer in einen Stuhl mit mindestens 2 Schritten, auf der Stelle gehen mit 2 Personen mindestens 5 Meter und so weiter bis hin zu unabhängigen Gehen. Cracks setzen hier noch eine 11. Stufe ran, also Level 11, Treppensteigen, aber das passiert selten auf Intensivstationen. Um Patienten ein- und ausschließen zu können, empfehlen Hodgson und Kollegen ein sogenanntes Ampelsystem. Grün, Gelb, Rot, das kennen Sie aus dem Straßenverkehr. Grün heißt ganz klar, eine aktive Mobilisierung ist möglich, die Vorteile überwiegen, das Risiko für Sicherheitsereignisse ist gering.
Gelb heißt, eine aktive Mobilisierung ist nur eingeschränkt möglich, da die Gefahr besteht, dass die Risiken die Vorteile überwiegen. Daher muss vor jeder Mobilisierung eine individuelle Absprache getroffen werden. Es kann sein, dass Sie bei Herrn Meier entscheiden, dass der heute nicht mobilisiert wird, weil die Risiken überwiegen. Es kann sein, dass Frau Müller zum Beispiel auch auf Gelb steht und bei der entscheiden Sie ganz klar, die Vorteile überwiegen heute, die wird mobilisiert. Rot heißt hingegen stehen bleiben, nichts machen. Es ist keine aktive Mobilisierung möglich, da die Risiken die Vorteile überwiegen. Eine passive Mobilisierung wäre vielleicht möglich, durchbewegen, Fahrradfahren, neuromuskuläre, elektrische Stimulation, aber auch das wäre eine individuelle Absprache. Nun gibt es verschiedene Kriterien. Absolute Hirnausschlusskriterien wie Hirndruck, wo der Minimal Handling angesagt ist, eine instabile Wirbelsäule. Da würden Sie keine Mobilisierung im Bett machen und auch keine Mobilisierung aus dem Bett. Die Ampel steht auf Rot. Beim Bewusstsein, wenn Sie einen Patienten haben mit einem RAS plus 4, der agitiert und aggressiv ist, keine Mobilisierung im Bett, keine Mobilisierung aus dem Bett. Der ist agitiert und aggressiv. Der braucht erstmal eine Rescue-Medikation, Lorazepam, Midazolam oder irgendetwas, um runterzukommen. Deeskalierende Strategien, keine Frage, den würden Sie nicht mobilisieren. Wenn der Patient dann bei RAS plus 2 bis plus 3 ist, das ist immer noch agitiert, unruhig, dann können Sie ganz klar den Patienten mobilisieren. Also Sie müssen erstmal die Spitze nehmen von plus 4. Dann bei plus 3, plus 2, Mobilisierung in dem Bett, Mobilisierung aus dem Bett steht auf Gelb. Es kann sein, dass die Risiken immer noch überwiegen. Das ist eine individuelle Entscheidung. Wenn der Patient ist etwas unruhig bis schläfrig, dann können Sie die Patienten ganz klar im Bett mobilisieren, aus dem Bett auch. Wenn Patienten komatös sind, schwer erweckbar, dann können sie im Bett mobilisiert werden, aus dem Bett müssen Sie dann gucken. Ganz klar, wenn Patienten tief sediert werden, dann haben sie in der Regel einen Grund dafür, der dann auch die Mobilisierung ausschließt. Wenn die Patienten nicht mehr sediert sind, aber im Koma, dann würden wir allgemein gerade im neurologischen Bereich empfehlen, die Patienten noch aus dem Bett raus zu mobilisieren. Endotrachealer Tubus ist in der Regel keine Kontraindikation. Wir hatten eine Station dabei, die haben auch hier die Ampel auf Gelb gestellt, wenn das ein endotrachealer Tubus und eine schwierige Intubation war. Dann wollten Sie lieber eine individuelle Entscheidung haben. Daran sehen Sie schon, dass dieser Vorschlag, den wir Ihnen hier machen, wirklich an Ihre Population, an Ihre Bedingungen angepasst werden muss. Wir haben hier auch die Beatmung auf 70% gestellt. Aus dem Bett Mobilisierung würde dann auf Gelb stehen. Unter 70% kann gut mobilisiert werden. Beim Piep von 12, das ist ja auch schon Hausnummer, steht sie gelb für aus dem Bett Mobilisierung. Im Bett kann man alles machen. Hämodynamik, wenn die Patienten instabil sind, eine Abweichung von 20 mm Hg haben bei Positionsveränderung, wenn sie also auch schon nur das Kopfteil hochstellen und der Patient geht runter mit dem Druck, muss man schon überlegen, ob man im Bett was macht. Aus dem Bett würde ich eher die Ampel auf Rot stellen. Dieses Ampelsystem können Sie anpassen an Ihre Bedingungen. Sprechen Sie sich ab mit Ihren leitenden Medizinern, Physiotherapeuten und Pflegenden und schaffen Sie ein klare Ein- und Ausschlusskriterien für Ihr Team, für Ihre Patienten. Dann braucht man ein Assessment. Man geht ins Bett und beobachtet den Patienten. Wenn die Patienten noch bewusstlos sind, dann gilt, wir machen eine passive Mobilisierung im Bett oder einen passiven Transfer mit einem Rollbrett in einen Mobilisationsstuhl zum Beispiel. Wenn die Patienten bei Bewusstsein sind, dann können sie im Bett sitzen oder auch passiv in einen Stuhl mobilisiert werden. Wenn sie die Arme heben können gegen die Schwerkraft und Rumpfspannung haben, dann können sie auf der Bettkante sitzen. Wenn sie die Beine heben können, unsere Physios wollen auch gerne, dass sie die Hüfte heben können gegen die Schwerkraft, dann können sie auch stehen, können auf der Stelle gehen, aktive Transfers machen. Mit diesem super einfachen Assessment, das Schaller damals in München, jetzt in der Charité in Berlin, genutzt hat für seinen SOMS Trial, signifikante Verbesserung der Mobilität erreicht hat, können Sie relativ einfach erfassen, wie weit Sie die Patienten mobilisieren können. Dann brauchen Sie eine Checkliste, bevor Sie loslegen, gerade wenn Sie aus dem Bett raus mobilisieren wollen. Wenn die Patienten noch beatmet sind, brauchen Sie eine Beatmung, Monitor, Absaugung,
vielleicht mit einem Atmungsbeutel. Sie müssen gucken, mit welchen Sicherheitskriterien ist zu rechnen. Wie können Sie Komplikationen in den Griff kriegen? Sie müssen Hygienerichtlinien einhalten. Ich springe schon mal, das habe ich mit Silke Klammern zusammen gemacht. Wenn Sie einen Patienten aus dem Bett rausmobilisieren und Kabel abmachen wollen, beginnen Sie mit den sauberen Zu- und Ableitungen. Wie zum Beispiel, also desinfizieren Sie Ihre Hände, wenn Sie ans Bett gehen, ganz klar haben die 5 Richtlinien der Händehygiene von der WHO müssen Sie befolgen. Und Sie müssen nicht zwingend Handschuhe anziehen, wenn Sie einen zentralen Venenkatheter vorbereiten. Aber wenn Sie zum Beispiel das Kalium abmachen wollen, dann fangen Sie damit an. Danach können Sie neutrale Zu- und Ableitungen wechseln, wie ein Sättigungsklip woanders hinhängen und so weiter. Und spätestens dann brauchen Sie Handschuhe, die schmutzigen Zu- und Ableitungen wie ein Urinkatheter. Wenn Sie eine Beatmung umstecken wollen, dann fangen Sie damit an. Und jedes Mal müssen Sie hinterher eigentlich die Handschuhe wechseln und die Hände desinfizieren, bevor Sie dann zum anderen schmutzigen Device gehen, wie jetzt hier den Urinkatheter machen und so weiter. Also beginnen Sie mit den sauberen Sachen, dann kommen die neutralen und zum Schluss die schmutzigen, sozusagen die potenziell verkeimten Devices. Für die brauchen Sie dann noch Handschuhe und jedes Mal eine Händedesinfektion. Also, Hygienerichtlinien ein halten, vor allen Dingen bei Diskonnektionen. Ein Facharzt sollte in Rufbereitschaft sein. Gucken Sie, wie lange die Leitungen reichen für die angestrebte Mobilisierungsstufe. Nutzen Sie Sicherheitsschlaufen. Ups, Telly. Ist mit Patienten mobilisiert bis zum Gehen über den Flur. Das waren Patienten an der an laufenden Nierenersatzverfahren. Und denen ist es einmal passiert, dass sie bei der Mobilisierung, beim Gehen über den Flur, ein Katheter rausgezogen haben. Es gab natürlich ein entsprechendes Blutbad, dem Patienten ist soweit nichts passiert, aber sie haben angefangen, Sicherheitsschlaufen einzurichten und haben jetzt hier den Katheter mit einer einfachen Klemme am Hemd des Patienten befestigt und danach ist nie wieder was passiert. Nutzen Sie solche Klemmen, egal in welcher Form, das schafft Ihnen ein Sicherheitsnetz. Genauso schieben Sie einen Rollstuhl hinter dem Patienten her, wenn Sie gehen, damit Sie sofort ein Sicherheitsnetz haben. Was ich immer empfehle bei der Gänsegurgel ist, die Tubusverlängerung leicht moderat an die Tubus zu stecken, damit Sie eine Sollbruchstelle haben. Wenn Zug auf dem Gestäuch ist, dann geht vorne die Gänsegurgel ab, aber der Tubus bleibt drin. Wenn hier richtig fest dran gedrückt wird, dann ziehen Sie den Tubus mit raus und extubieren den Patienten. Also gucken Sie, dass das alles Hand und Fuß hat. Nutzen Sie vorausschauendes Denken und passen Sie auch auf sich selbst auf. Also Sie müssen auch Sicherheitskriterien, Sicherheitsrisiken für sich selbst abwägen. Ja. Dann nutzen Sie die Stufen der Mobilisierung, die ICU Mobility Scale und wir empfehlen hier ganz klar einen stufenweisen Ansatz. Das heißt, Sie haben einen Patienten, der noch keine Mobilisierung erfahren hatte, dann stellen Sie erstmal das Kopfteil hoch, machen vielleicht eine schiefe Ebene, gucken auf den Blutdruck, gucken auf die Sauerstoffsättigung, ist alles gut. Wenn der Patient stabil ist für die ersten 3 Minuten, dann können Sie dann das nächste Level angehen, zum Beispiel den Patienten auf die Bettkante setzen. Wenn dann alles gut ist, dann machen Sie entsprechend weiter, je nachdem, wie Ihr Assessment gewesen ist. Wir empfehlen an Toleranzkriterien maximale Herzfrequenz von 220 minus Alter, eine Abweichung des Mitteldrucks um maximal 20%. Sauerstoffsättigung sollte nicht um mehr fallen als 5%. Und wenn die Patienten dyspneisch werden, das heißt eine Borg-Skala von 3 bis 6 haben, dann erhöhen Sie erstmal den Sauerstoff und den Piep vielleicht, geben Sie dem Patienten mehr Druckunterstützung, gucken erstmal, ob er oder sie dann besser damit zurechtkommt, bevor Sie sofort abbrechen. Borg-Skala nebenbei ist eine gute Sache, geht von 0. Die Anstrengung momentan ist überhaupt nicht da, ist keine Atemnot, bis 10 maximale Anstrengung. Den besten Trainingseffekt hat man in der Regel, wenn die Patienten eine Borg-Skala von 4 bis 5 angeben. Wenn es hier 0 bis 3 ist, ist das Training zu leicht. Wenn das Training bei 7 bis 10 liegt, ist es zu hart und sollte dann sofort abgebrochen werden. Abbruchkriterium ist Borg-Skala 7 oder mehr. Mit dieser Borg-Skala können Sie die Anstrengung Ihrer Frühmobilisierung evaluieren und auch steuern. Patienten fragen, na, brauchen Sie jetzt ein bisschen mehr oder ist es vielleicht schon zu anstrengend und dann ASB erhöhen, die Druckunterstützung und vielleicht kann der Patient dann noch ein bisschen. Gute Sache, gut validiert.
Kann man auch zum Gehen nutzen, zum Atmen bei wenigen Versuchen und so weiter. Also, der Algorithmus umfasst die ICU Mobility Scale, klare Ein- und Ausstoßkriterien, ein Assessment für die Beweglichkeit, eine Checkliste vor der Mobilisierung und ganz klar Sicherheitskriterien, die dann auch gleichzeitig Abbruchkriterien sind. Fassen wir das Ganze zusammen. Protokolle beinhalten klare Kriterien und Prozessbeschreibungen. Sie verbessern die Quantität und die Qualität der Mobilisierung und sie sollten an die Teams und Patienten spezifisch angepasst werden. Der Weg ist dabei, bilden Sie eine interprofessionelle Gruppe mit Ärztinnen, Pflegenden und Therapeuten, vielleicht noch weiteren Personen. Messen Sie erstmal die Baseline, wie oft, wie weit wird dann täglich bei Ihnen auf Stationen mobilisiert. Tun sich dann zusammen und überlegen Sie, was sind die Barrieren zur Frühmobilisierung bei uns im Team. Entwickeln Sie mögliche Strategien zur Überwindung dieser Barrieren. Entwickeln Sie dieses Protokoll, passen Sie es an Ihr Team, an Ihre Population, an Ihre Disziplin. Stellen Sie es dem Team vor, überlegen Sie dann, ob es eventuell revidiert werden muss. Schulen Sie das Team, ja, dann die Revision. Implementieren Sie das. Sehr sinnvoll dabei, Tagesziele auf der ICU Mobility Scale. Herr Müller soll heute bis Stufe 4 mobilisiert werden. Und evaluieren Sie dann nach der Einführung, ist es im Vergleich zur Baseline tatsächlich besser geworden. Tipp, 50% der aus dem Bett Mobilisierung sind Spitze. An täglichen Eintagesprävalenzerhebungen. Insgesamt habe ich gezeigt, 80% erreicht. Das ist auch sehr, 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 sehr gut. Aber zur Prävalenzerhebung sagt man insgesamt 50% sind super. Damit Sie auch super werden, können Sie sich das Protokoll runterladen auf www.frühmobilisierung.de. Und wenn Sie weitere Fragen haben oder Wünsche für andere Fortbildungen, schicken Sie uns einfach eine Mail an.